Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Jan Kappen. Hallo, und mein Name ist Nils Kappen. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie wir den ADFS-Verbund-Proxy installieren und einrichten. Wir befinden uns hier auf der virtuellen Maschine VADFS und als allererstes laden wir wieder das ADFS-Setup herunter. Ich habe mir dazu schon ein Bookmark erstellt. Den Link dazu finden Sie wie immer in dem Beitrag zu dem Video. Und wir achten wieder darauf, dass wir die korrekte Sprache nutzen, dass wir Server 2008 R2 nehmen, wenn wir ihn haben, und dass wir uns nicht registrieren und nur den Download haben möchten. In unserem Fall nehmen wir wieder den W2K8 R2 Download. Nachdem dies abgeschlossen ist, starten wir das Setup. Wir stimmen den Bedingungen des Lizenzvertrags zu. An dieser Stelle achten wir darauf, dass wir die Option Verbundserver Proxy nutzen und nicht Verbundserver. Nach einem Klick auf Weiter zeigt uns der Assistent dann, welche Software wieder automatisch installiert wird. Unter anderem die Windows PowerShell, .NET Framework, Windows Web Server und die Identity Foundation. Und nach einem Klick auf Weiter geht das Setup auch los und das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, nachdem die Installation abgeschlossen ist, wählen wir noch nicht die Verbundserver-Proxy-Konfiguration aus, sondern stellen das Setup erstmal so fertig. Was wir als nächstes benötigen, ist eine HTTPS-Bindung auf dem IIS sowie ein Zertifikat, mit dem wir diese Bindung betreiben. Dadurch, dass das System öffentlich verfügbar ist, brauchen wir ein öffentliches Zertifikat. Wir sehen hier, wir haben nur eine HTTP-Bindung und wir nutzen in diesem Fall zu Testzwecken ein Zertifikat von Start-SSL. Dort habe ich bereits ein Konto angelegt. Und hier gehe ich auf Certificate Wizard. Ich habe bereits die Domain it-solutions.eu erfolgreich in dem Portal hinterlegt. Und hier wähle ich Webserver SSL Zertifikat. Ich gehe auf Continue. Und im nächsten Schritt sagt er, if you create your own private key and certificate request, please skip this step. Dies machen wir. Das heißt, wir gehen hier auf Skip und als nächstes brauchen wir unseren Zertifikat-Request. Diesen können wir erstellen, indem wir in den Internetinformationsdiensten bei der Default-Webseite auf den Server gehen. Dort gehen wir auf Server-Zertifikate und hier sagen wir Zertifikatsanforderung erstellen. Dort tragen wir bei gemeinsamer Name die Domain ein, in unserem Fall adfs.it-solutions.eu, die Organisation, das sind wir. Ein Klick auf Weiter fragt nach, mit welchem Kryptografieanbieter und mit welcher Bitlänge wir diesen CSR erstellen. Wenn wir nochmal rüber switchen, wir sehen hier, dass die Größe mindestens 2048 Bit oder höher ist. Wenn wir hier die Standardeinstellung übernehmen würden, hätten wir eine Schlüssellänge von 1024 und würden nicht zum erfolgreichen Abschluss kommen. Deswegen wählen wir hier 2048. Wir erstellen eine Datei, wo diese Request drin ist, unter C-System CSR, und sobald ich auf Fertigstellen klicke, hat er diesen Request angelegt. Diesen Request können wir uns anschauen, indem wir in den besagten Ordner rein navigieren und die Datei öffnen, und wir sehen hier unseren Request. Wir kopieren uns diesen Zahlen-WUSA und fügen ihn hier ein. Die Leerzahl am Ende kann eventuell ein Problem machen, muss aber nicht. Ein Klick auf Continue generiert das Zertifikat und er sagt, es ist successfully.
Er sagt Continue. Und hier wird uns angezeigt, für welche Domäne wir das haben möchten. Das wäre die it-solutions.eu. Und hier können wir jetzt eine Subdomäne einfügen und das wäre ADFS. Und das sieht gut aus. Und dieses Zertifikat wird jetzt ausgestellt und wir müssen jetzt warten, bis wir das Zertifikat herunterladen können, beziehungsweise bis wir den Vorgang fortsetzen können. So, nachdem wir nun eine Zeit lang gewartet haben und uns vergewissert haben, dass das Zertifikat ausgestellt wurde, können wir das Ganze vorne in der Toolbox abholen, sehen, ob es ausgestellt wurde, können wir hier vorne, indem wir SSL, TSL, Server aufklappen und hier sehen, dass das Zertifikat ausgestellt wurde. Wir sehen hier, wie lange es gültig ist. Abholen können wir das Ganze vorne unter der Toolbox und hier sagen wir Receive Certificate. Hier gibt es zwei Stück, einmal das, was ich bei der Anmeldung bei dem Dienst angelegt habe und einmal das adfs.it-solutions.eu. Hier fängt es wieder an. Das Ganze kopiere ich mir in die Zwischenablage und im Internet-Informationsdienste-Manager sage ich jetzt hier Zertifikatsanforderungen abschließen und hier wähle ich jetzt eine Datei aus. Das Ganze erzeugen wir uns, indem wir ein Notepad aufrufen, das hier rein kopieren und wir speichern diese Datei als adfs.it-solutions.eu.cer. Das ist die Endung, die der Wizard hier erwartet. Wenn wir unter C System schauen, haben wir jetzt diese Datei. Ich gehe auf Öffnen, Anzeige Name, nehme ich wieder adfs.it-solutions.eu und mit einem Klick auf OK wird dieses Zertifikat eingezogen. Das Ganze ist jetzt drin und wir sehen, es ist gültig bis zum 8.8.2013. Und als nächstes können wir der HTTPS-Bindung, die wir erstellen, dieses Zertifikat zuweisen. adfs.it-solutions.eu. Wie man hier oben sieht, es gibt momentan nur noch oder nur eine IP-Adresse bei dem System. Das müssen wir noch ändern und zwar müssen wir das System so live schalten, dass es per Internet erreichbar ist. Das Ganze machen wir, indem wir dem System eine zweite IP-Adresse geben. Wir sehen hier, wir haben nur eine und dazu fahre ich das System kurz runter und füge eine zweite Karte hinzu und danach sehen wir uns wieder. So, das System hat eine zweite Netzwerkkarte und wie man sieht, ist hier eine externe IP-Adresse angegeben. Und wenn wir uns jetzt mal einen Browser aufrufen und auf uns selber draufgehen, dann bekommen wir zwar eine Warnung, dass es nicht gültig ist, aber sobald wir mit dem korrekten Namen arbeiten, ist das in Ordnung. Das war's von meiner Seite. Mein Kollege macht jetzt weiter und zeigt, wie die ADFS 2.0-Konfiguration durchgeführt wird. Zur Konfiguration starten wir den ADFS-Verbundserver-Proxy-Konfigurationsassistenten. Wir klicken im ersten Schritt auf Weiter, sehen hier oben schon den Verbundsnamen. Anschließend geben wir den internen Namen einmal ein und klicken auf Verbindung testen. Es wurde erfolgreich eine Verbindung hergestellt, somit klicke ich auf OK und sage im nächsten Schritt weiter. Jetzt muss ich einmal die Anmeldedaten eingeben. Wir sehen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte. Dann klicke ich im nächsten Schritt wiederum auf Weiter und die Konfiguration beginnt. Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, schließe ich dieses Fenster und die ADFS-Proxy-Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen. Im nächsten Video konfigurieren wir den Hybrid-Wizard im Exchange
und setzen die ersten Mailboxen im Office 365 online, sodass wir das Single Sign-On auch testen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.